Songs. Deswegen klatsche in die Hände, wenn du gut drauf oder am Ende bist. Bewende dein Herz und du vergisst, die Sorgen fühlen dich geborgen mit uns. Heute Abend sowieso, aber auch der Morgen ist so. Ich komm wieder rein mit dem Stil, bring 100%. Check kickoff.com, wenn ihr das noch nicht kennt. Für die Jungs, die nicht wissen, was das ist, denen sag ich es. Wir untergraben dieses Rap-Business. Jeder Typ oder Mist muss mitziehen. Man kann nicht entfliehen, sich unser hypnotisierende Wirkung nicht entziehen. Ich mein Benzin, wenn ich sage, wir brennen. Kinder dieser Industrie wie Barbie und Ken. Ich nehm den Pen in die Hände und wende das Blatt. Hip-Hop, weil ich mehr als genug davon hab. Darauf trinke mal ein, oder wir lassen es sein. Ich mach das nicht zum Schein, es macht es allein, um dich zum Schein zu bringen. Das sind meine Basics, die sick klingen, die Wortwahl ineinander verschlungen. Klatsche in die Hände, wenn du gut drauf oder am Ende bist. Verwende dein Herz und du vergisst, die Sorgen fühlen dich geborgen bei uns. Heute Abend sowieso, aber auch der Morgen ist sonst. Deswegen klatsche in die Hände, wenn du gut drauf oder am Ende bist. Klatsche in die Hände, klatsche in die Hände, klatsche in die Hände. Wie viel Spaß das macht. Es macht so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es ist, weil bist du der Geier. Ohne Spiel auf meinen Stimmen, dann wie auf der Leier. Verzeih mir mal bitte, auch wenn ich nuschel. Tätowier ich dir meine Reime in deine Ohrmuschel. Ich hätte gerne Frau, du weißt, wie kuschel. Und wärst du eine Hase, wär über deine Marsch und Puschel. Also, wer oder wie, was bitte? Ich bin für dein Gehör, was für dir weniger Nuderschnitte. Also bin ich der Störfaktor. Von hier bis Tschernobyl, der Kernkraftreaktor. Runter, ich unterlieg, ich muss gehen, auch wenn ich nicht weiß, wie mir geschieht. Ich tauch rein, tauch mehr deep. Kannst du es fühlen, meine Stimme über den Beat. Oh, es hört nicht auf, ich kenn kein Halten mehr. Sag mal nett, dieser Beat ist ein Brett. Es hört nicht auf, ich kenn kein Halten mehr. Bist du bereit? Ah, yeah! Komm in den Club, in die Bar, wo ich spiel. Darmstadt, Sien ist mad, keepin' it real. Kickoff, Regenzeit in der Wüste, Type Stil. Ich erzähl dir was, war das schon zu viel? Kannst du mir folgen, ich mein, weißt du was ich mein? Ihr wisst doch wie es läuft, ich rack mein, so muss es sein. Es hört nicht auf, ich kenn kein Halten mehr. Mann, jetzt check den Scheiß, ah yeah. Es hört nicht auf, ich kenn kein Halten mehr. Sag mal nett, dieser Beat ist ein Brett. Es hört nicht auf, ich kenn kein Halten mehr. Bist du bereit, ah yeah. Check den Stil, den ich bring, 100%ig. Die Jungs wollen wissen, wer es ist. Ich bin tief, drin lieg schief in der Bahn. Überbring Fortfluss, der reingehen kann. Aber kein Stoß, ich mach das für meine Mädchen und meine Jungs. Wir kämpfen ohne Grund und das ist etwas, was ich noch sagen will, weil ich weh in den Gesichtern mache. Schwester, den Frust, den ich auch in mir spür. Ich bau ab, aber Stress baut sich auf und scheiße, Mann, was kann ich dafür? Ja, es ist mad beschissen, wir dissen uns gegenseitig. Aber mystisch ist eigentlich schon mein eigenes Besserwissen. Es hört nicht auf, ich kenn kein Halten mehr. Mann, jetzt check den Scheiß, ah yeah. Es hört nicht auf, ich kenn kein Halten mehr. Sag mal, ey, dieser Beat. Es hört nicht auf, ich kenn kein Halten mehr. Bist du bereit? Ah yeah! Mega Sturm! We're killing angels. Away from here, angels.
Ist es für euch was anderes jetzt auf so einem, klar, ihr habt Publikum, wenn ihr hier auf so einem Gig seid, aber wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal eure CD oder so anhört? Wie ein Unterschied. Mhm. Ja, live. Was man da empfindet einfach. Ja, ist gut. Ja. Normalerweise, wenn wir die CD anhören, headbangen wir selber. Und wenn andere Leute anhören, headbangen die für uns. Hoffentlich zumindest. I can mean nothing to you. Eins auf dem Deckel, aber ich frage trotzdem, wie kommt eine Frau zum Punkrock? Ja, zufällig eigentlich. Also ganz ursprünglich habe ich eigentlich klassische Gitarre gespielt und habe dann in einer Band gesungen. Und ja, und dann kam er halt an, weil ich mit ihm so schulmäßig in der Klasse war. Und dann kam er halt an, wie gesagt, die haben einen Bass gesucht. Er war das Spaßmobil, wir hatten Spaß dafür. Er war mein Volvo in mein Rot. Er war das Spaßmobil, wir hatten Spaß dafür. Doch leider ist er heute tot. Heute tot. Punk, Trüff, hab ich gesagt, mit der Raum im Zeltjagd. Noch einmal Spaß auf der Bahn. Mit vollen Ärzten, Saft und Zwiebeln und auch Bärsten. Kurz und schmerzlos war mein Plan. Er war das Spaßmobil, wir hatten Spaß dafür. Er war mein Volvo in mein Rot. Er war das Spaßmobil, wir hatten Spaß dafür. Doch leider ist er heute tot. Heute tot. Spaßmobil, wir hatten Spaß dafür. Wherever you go, we follow you because you wanna.
Leider gar nicht einfach, fremde Köpfe zu begeistern. Die Hip-Hop intensiv fliegen, aber viel zu viele. Damit die Gerede schnell mal schief fliegen, wie beim Skifliegen. Doch ich seh die Sache locker. Wie Baggy Pants mag es auch mit Polizisten, mach ich selbst noch Shaking Hands auf Fahrradbo. Gibt genug zu weiten, anstatt sich mit Crews zu streiten. Wenn Worte zugreifen, dann wirst es auch du begreifen. Die Kunst ist sauber zu bleiben, ohne baden zu gehen. Hab hier mein Ass im Ärmel, keiner darf die Karten sehen. Dann geht raus an alle die, die unsere Kosten schätzen wissen. Und zwar bis zum letzten Bissen, ohne schlechtes Dumme sind. Was sind wir? Was sind wir? Dazu gehört Leute, was die gefräßigen beiden sagen. Es präsentieren sich zwei aus den gemäßigen Breitengrad. Es geht verhältnismäßig gut, so weit, so klar, auch wenn wir das eine oder andere machen. Mehr als verzweifelt waren, wir stehen mit beiden Beinen auf der Erde, doch über den Ding. Soll bloß keiner meinen, wir hätten nichts rüberzubringen. Ganz im Gegenteil, das schenkt uns positives Lebenskraft. Zu viele aufgesetzte Attitüden, bleib uns rätselhaft. Es gilt um jeden Preis, bisschen Szene-Scheiß. Wenn man nichts zu reden weiß, featuren im Kollegenkreis, wie auf dem Nebengleis, scheißen auf das Rumgepose. Weil heute jeder weiß, das bringt auf Dauer nur der Rosen, die Kunst ist sauber zu bleiben, ohne Baden zu gehen. Hab immer ein Ass im Ärmel, keiner darf die Karten fauler sein, und zwar in absoluter Perfektion. Laufen lernen muss ich das, das war mein erster Ton. Und warum sollte ich so etwas beherrschen wie das Alphabet, solange es später auch mal wunderbar einfach als Pascha geht. Früher war ich sportlich mit einer Topfigur, dann null Bock Abitur, seit dem Hip-Hop ich schon zu oft klagen. Ich darf nicht auf Hoffnung warten, was nicht wie viele Wochentage ich für nichts geopfert habe. Darf ich's offen sagen, ich bin selbst ohne grünen Stoff erlahmt. Meine Wohnung lasse ich wirklich nur ganz hart gesottene Lärm. Dasselbe auch bei Jons, da sieht's aus wie zu Hause bei Fischmob. Betritt zu seine Bude, kann nicht das schocken wie Hitchcock. Da hilft kein David Copperfield und kein Abracadabra. Egal wer vorher da war, ob er oder Tierkadaver. Fast alle Viecher aus der Nahrungskette leben da. Ich hab mich einmal hinter die Couch getraut, weil ich verwegen war. Und die Schimmelmetastasen kommen zwar nicht von Regentagen, doch wir können nix, du schiegeschlagene träge Lebensphasen. Gar wirklich nichts dafür, ich. Zwar ist es ab und zu okay, doch hab ich's auf die Dauer satt. Auch wenn wirklich jeder sagt, leg den faulen Zauber ab, egal was ich dagegen mach. Studieren und arbeiten ist Schweißtreiben. Scheiß Zeiten hat man nix von selbstgemachten Weisheiten. Wenn ich so 93 immer brav mein Text zu Ende rappe, kommt mir nicht weiter drin als im Kreis wie auf einer Wendeltreppe. Wir haben viel zu tun und zeigen nur viel Energie. Mit reichlich Schlaf oder vielleicht einer Eigenurin-Therapie. Gib nicht einen Grund zu beten, es wird keine Wunder geben, solange wir nichts unternehmen gegen unser Hundeleben. Deshalb raffen wir uns erneut auf und seitdem wollten wir den Weg zu zweit gehen und uns dafür auch die Zeit nehmen. Können wir ein Doppelleben, um alles zu geben? Der Berufung folgen und einen Job daneben. Wissen wir nicht, wie soll es weitergehen? Haben wir keinen Bock mehr, uns nur im Kreis zu reden? Können wir ein Doppelleben, um alles zu geben? Der Berufung folgen und einen Job daneben. Nicht jeder hat die Kraft, bis zum Ende mitzugehen. Es gibt kein Rap-Train, aber vorher muss ich schon den Bus abliefern in die Hauptstraße 16. Doch halt, es bringt echt Fun, bis ich schließlich texten kann. Weil ich 12 Kästen Sprudel zu zwei Alten, die kretschern. Bevor Mark den nächsten Gig vercheckt, gibt's einen letzten Chicken Mac. Wenn wir dutzendmal gefrustet waren und 12 gemäht und nicht ins Bett. Biertag.
Doppelleben, um alles zu geben. Der Berufung folgen und einen Job daneben. Wissen wir nicht, wie soll es weitergehen? Haben wir keinen Bock mehr, uns nur im Kreis zu drehen? Finden wir ein Doppelleben, um alles zu geben. Der Berufung folgen und einen Job daneben. Ich bin Kevin, der Drummer von Evil Listener. Boah, ich dachte, ich sehe den Bandnamen nicht nochmal. Ich bin der Paco und ich schrei rum. Ja, ich bin der Thomas und ich spiele Saxophon. Ich bin Kai und spiele Bass. Und Josef an der Gitarre. In der ganzen Welt passiert, kommt es manchmal vor, dass Menschen einfach so das Kind in sich verlieren, aus dem Blick lassen, an den Haaren gezogen. Deswegen singen darum wir jetzt geht es in diesem Lied. Sturm der Zeit. Ach, das war synchron. Das war synchron. Das schaffen wir selten. Dann fangen wir an. Ich war auf der Suche nach dir, auf der Reise und paar in mir. Nirgendwo hab ich das dann alles verloren. Was ich immer gesucht hab, immer gewollt hab, in der gefunden Alter, jetzt ist es weg! Und jetzt ist es weg! Alles ist dunkel in diesem Raum, fertig ist fit, nicht Schnau und Kau. Musik führt mich zurück an diesen alten Ort. Weil dein Schiff über Bord, warte ich nicht an diesem alten Ort, an dieser neuen Art, mein ist fort! Und der Sturm fängt ihn weg, der Sturm fängt ihn weg, der Sturm fängt ihn weg. Der Sturm fängt ihn weg. Mehr Bewährung mit Straßen, personenunabhängige Kontrolle und mehr Kameras überall. Mehr schwarze Schatten, mehr uniformierte Sicherheitskräfte in U-Bahn, an Universitäten. Today. Oh, no one else will do it for you, but you're gonna do it on your own. Yippie-tai, ja, ja, ja. Mit der Band Lenhardt und die gibt es seit letztem Sommer. Wer seid ihr und wie seid ihr zusammengekommen? Erzähl mal. Also, ich bin der Bernd, ich bin der Bassist. Ich bin der Röthi, ich spiele Gitarre. Und ich bin der Olli, der Sänger. Und wer noch fehlt, ist der Markus, der ist leider momentan gerade auf dem Watzmann. Kann deshalb nicht hier sein, ist unser Schlagzeuger. Take, the less you will feel.
Cellular.